Und damit herzlich willkommen zurück zu Tales of Exilia. Ja, jetzt mal sind wir hier an diesem Hafen angekommen. Ne? Wir müssen nämlich Mila zu Jaids Vater bringen. Und das tun wir jetzt mal einfach mal. Beziehungsweise haben wir im letzten Part ja. Im letzten Part haben wir übrigens, oder im letzten Bonus-Part besser gesagt, haben wir gegen diesen Kerl gekämpft, gegen Ivar. Ja, das haben wir. Und er hat kläglich versagt. Nee, er hat uns was besiegt. Was zeigt uns das? Naja, machen wir. Naja, und was zeigt das? Wir sind einfach noch zu schwach. Egal, wir gehen einfach. Genau, dann wollen wir noch Lerondo. Ja, wir wollen abreisen, Mensch. Wir brechen sofort auf. Gute Reise. Mensch, Kinder. Naja. Auf jeden Fall müssen wir noch viel trainieren wieder. Das sollten wir den nächsten Mal wieder nachholen. Ne? Oder uns Items anschaffen. Was passiert jetzt hier? Bremse! Bremsen, Slick! Bremsen! Ui! Platsch. Lustig, wa? Da war sie baden. Hi, Leah. I'm home now. What the? Jude? Huh? Jude? What are you doing here? I'm home. And what are you doing here? Well, I was just... These kids wanted to have a race, you see? And, well, and this little guy here is a real speed demon, so I had him push me in the wheelchair to keep things fair. And let me guess, you just had to be the winner, huh? Oh, yeah, never mind that, Jude. So tell me, who's your friend? I suppose that you know this girl. Yeah. She's an old friend of mine. How do I explain this? Leia, meet Mila. Hello, Mila. Hey, what's wrong with her legs? Run and get the doctor. Stat, this woman needs help. Right. Roger. Are you heading home? I'll come with you. Here, use this. Ja, das passt doch schon besser. Brauchen wir uns nicht mehr zu tragen. Hat sie wenigstens Rollstuhl. Brauchen wir sie nicht zu tragen. Ja. Was, wo müssen wir jetzt hin? Begib dich zur Klinik. Ja, und wo ist diese? Ja. Wo ist diese? Klinik. Du kannst dich ruhig weiter bewegen, alter Mann. Oder alter gebrechlicher Mann. So, wir gucken mal erstmal einkaufen. Wie sieht's mit unseren finanziellen Mitteln aus? Ganz gut. Bringt uns leider bloß nicht viel. Ich guck mal, wie es mit unseren Objekten aussieht. Wir brauchen dringend Apfelgummi, Mischgummi. Ja, Apfelgummi und Mischgummi brauchen wir dringend. Ja. Hey, Leia. Talk later. Let's hurry to the clinic. Könnt doch reden. Wir sind doch bloß, wir sind doch unterwegs. Wir können doch jetzt schon reden, wenn ihr irgendwie was wollt. Und du, was bist du für einer? Objektladen. Genau dich suchen wir doch. Oder Mischgummi. Dann schalten wir die Mischgummi frei. Erst beim nächsten Update, glaube ich. Nein, warte mal. Nächsten Update.
Update. Dann wollen wir das gleich mal machen. Ne? Das ist übrigens immer. So. Ja, unser Mischgummi freigeschalten. Super. Genau das wollten wir nämlich. Hä, wo ist das Mischgummi hier? Ah, hier. Okay. Mischgummi hier. Wollen wir uns voll damit ausrüsten. Kann man nämlich immer gebrauchen. Hm. Das Lebenserhaltungsmittel habe ich noch genug. Sirup beugt alle physischen Krankheiten vor. Ein Allzweckmedizin, die im Kampf sehr nützlich sein kann. Ja, habe ich bis jetzt noch nicht viel verwendet. Nö, das brauche ich nicht unbedingt. Finstertrunk. Feinde werden für eine Weile aggressiver sein und dich häufiger angreifen. Eine dunkle und mysteriöse Flüssigkeit. Naja, nicht so wichtig. Zitrone. Zitrone macht 60 KP und 60 TP. Ich glaube, wollen wir darauf anspielen, dass wir das wiederholen. Das noch holen. Wir müssen schließlich ein bisschen vorankommen. Ja, dann ist das Zitronengummi freigeschalten. Und der Rest hat Rabatte bekommen. Ja, super. Noch ein paar Rabatte. Zitronengummi hat nochmal Rabatt bekommen. Das ist sehr gut. Wir haben den Ananasgummi freigeschalten und nochmal Rabatt dafür. Super, 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 super. Hm? Noch ein Rabatt für den Zitronengummi. Ich investiere heute mal alles in den Objektladen. Sollte nicht so schlimm sein. Die anderen können wir im Nachhinein später auch irgendwann noch nachleveln. So. Was? Neues freigeschalten. Und Rabatte. Ah, es gibt schon wieder neue Sachen. Hier, Schmang. Hier. Stellt 30% KP der Gruppe wieder her. Also, damit kann ich die ganze Gruppe heilen. Cool. Ich möchte aber mal Zitronengummi. Wollen wir uns voll damit ausrüsten. Hat zwar einiges Geld gekostet jetzt, aber das ist egal. Und der Ananasgummi. Können wir nur noch 4 uns leisten. Na gut. Objektladenkunde, ja, genau der bin ich. Wieso fliegen die Viecher nicht weg, wenn ich hier hinkomme? Hey, du müsstest doch wegfliegen, ihr seid doch scheu. Scheue Tauben. Egal. Ist das hier die Klinik? Ich glaube es zwar nicht. Nee, ist nicht. Klinik wird hier hinten irgendwo sein. Ja. So. Ich gucke eben noch auf die Uhr. Sind schon bei 9 Minuten, ne? Ja, okay. Ich muss das so ein bisschen beobachten, weil letztes Mal gab es ja auch wieder. Letzte Woche gab es ja einige Probleme beim Aufnehmen. So. Was ist hier? Können wir uns nachgucken? Was? Mattes Klinik. Ah, wir haben. Das ist schon unser Laden, wo wir hin müssen. Guck mal hier. Ich gucke mich noch ein bisschen um. They say that back during the mining boom, this whole street was packed with merchant stalls. Bäh. Is that right? Bäh. I was just thinking how much this quiet little street fits you. Die Lobby, hier ist die Lobby. Gibt's noch irgendwas? Ich kann ehrlich sagen, ich mag die Stadt bis jetzt. Ich bin zum ersten Mal hier. Privaten Spielstadt war ich noch nicht hier. Muss sagen.
Sieht bis jetzt ganz toll aus. Wunderbar. Na, dann gehen wir mal in die Klinik. Jude, how's the big city treating you? Do you like the capital? Hm? What's this? Oh, you ready to see me now, Doctor? I'm sorry, everyone. We have an urgent case here. You'll have to come back in the afternoon. Sorry, everybody. We'll catch you later. Promise! You've really gotten into the swing of things here, Alea? Best nurse in town. Also the only nurse in town. But hey, you know how it is. Die einzige. Oh, das ist nicht gut. So mache ich hier einen Ärzten scheinbar, oder? Bring her in. Bist du wieder krank lassen? Na dann, Jade. Lass uns sie mal hinterbringen. Man muss uns mal heilen. Oder nicht heilen direkt, aber zu behandeln lassen. Hello there, I'm Dr. Mathis. Please, just lie still. I'm Mila. Are you Jude's father? Yes. Can you flex your legs? No. I can barely feel anything below my waist. I see. Ellen, you can leave now. Go check on Jude. Oh, okay. I need to run a few tests. Please, bear with me for a bit longer. Was that Jude's mother? Yes. Jude's our only child. What exactly is your relationship with my son anyway? It's complicated. We're friends. I gave him a pendant as a token of our friendship. Friends, huh? Pardon my skepticism. You look much older than him. And you're a woman. Jude tells me you once healed a human who shared my condition. Would you give me the same treatment? Possibly. It depends on how these tests come out. I see. Either way, you'll need to remain in the clinic for a while. Wir wollen im Krankenhaus bleiben. Das sollte man sowieso, wenn man nicht gerade, wenn man gerade verletzt ist. Ja, die Befürchtung ist besser. How are you feeling? Fine. I still can't move my legs, of course, but otherwise no complaints. How are the test results? I think my husband, Dr. Mathis, should speak to you directly about that. May I ask you a question? Of course. How do you and my son know each other? What's so funny? Sorry, it's just that your husband asked me the same question. I suppose this is what's known as parental concern. I get it now. You humans have so many admirable traits. We humans? Rescued me from a tough spot back in Fenmont. Because of his actions, he couldn't go back to the city. He's been traveling with me ever since. That sounds like Jude. He hasn't changed. What do you mean? Jude's always been too quick to help others, even when he was a boy. To his detriment, I take it? His friends teased him for it. He was bullied. Yet he didn't stop? He'd come home all beaten up, but underneath the bruises, he'd still be smiling. What's a mother to do? So that's why you... Ellen, we're getting busy out here. You know this is the only clinic in town. Derek. You need to stop spoiling Jude. He's a man now. Coddle him and he'll just grow softer. Hmm. So this is also parental concern. Although, the funny thing is, he just stood up to me for the first time in his life. He ordered me to use an Aspirixis on you. An Aspirixis?
It would cure me? Let me walk again? Perhaps you are a good influence on him. In his efforts to help you, he seems to have grown bolder. As a father, I'm pleased. But as a doctor, I'm afraid the treatment isn't an option, despite my son's persistence. I see. So that's your final decision? It is. I'm sorry. Very well. I'll just have to find some other way. I see. I'm glad you understand. The procedure itself is simple enough, but it's not like you'd regain mobility right away. I'd need to apply spirit arts directly to your nervous system. You couldn't move a finger without screaming. The pain would be excruciating. Even in the best case scenario, it would take several months before your nerves adapt to the arts and you could move again. Why are you telling me this? We can't get the spirit fossils needed to run the device anymore. Even if we could, the mana in the fossils escapes just as soon as you uncover them. It's a shame. The Aspyrexis might have cured you. Aha. Auf der Uhr? Jetzt habe ich 16 Minuten noch. Ja, die Heilung ist doch komplizierter als gedacht. What are you doing? Shh. We can't let my dad hear us. Why not? We're gonna use the Aspyrexis on you now. But your father just told me it was impossible. Leia, give me a hand. Sure. Oh my god. Here, you'll want to lay down on your side. Und jetzt? Feel anything? Any pain? No, nothing at all. My leg still won't budge either. Why isn't it working? I don't sense any mana in this stone. Your father said that an Aspyrexis needs a spirit fossil, or it won't work. A spirit fossil? Those things really exist? Oh, so the special stone mentioned in the medical files is a spirit fossil. Your father also said the fossil has to be used immediately after it's uncovered, or it loses its mana. Great. As if the procedure wasn't already tricky enough. Hold on. I swear I remember that they used to find spirit fossils down in the Fel'Ghana mine. Are you serious? Whoa, geez, be quiet. It's just something my dad told me. Mila, it sounds like we need to take you out for some field medicine. That seems like a lot of work. You'll do that for me? Here. Thank you. Jude, can you help her into the wheelchair? What about you? I have to get stuff ready. I'll meet you at the edge of town. Na dann, heißt es wieder auf Reisen gehen. Na, ob das so gut ist, ob das dem Vater so gefallen wird? Man weiß es nicht. Ich gucke mich noch ein bisschen hier um. Wollen ja nichts vergessen. Ach ja, jetzt muss ich irgendwie das mal einen Cut machen, weil es ist schon wieder zeitlich soweit. Wir sind bei 20 Minuten, also bis dann.